Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Gott ist sehr lieb. Gott ist barmherzig. Das können wir betrachten während deines Lebens, aber auch während dem Ende vieler Menschen. Wenn jemand um sich betrachtet, wie Gott die Menschen, die Seelen nimmt, dann werden wir feststellen, dass Gott die Seelen erst nimmt, wenn sie bereit sind. Sicher, viele Menschen werden sagen, es interessiert mich nicht, ich werde in die Sünde leben, ich mag das und Gott nicht, dann ist es nicht unsere Schuld. Aber für die Kinder Gottes, für uns alle, gilt dieses: Gott wird sicher uns nehmen, wenn wir noch bereit sind. Ich werde drei Geschichten schnell erzählen von meinen Erfahrungen, was ich selber in meinem Leben gesehen habe. Die drei Geschichten kommen aus dem Ambepschoi-Kloster. Der erste ist: ein Mann lebte ganz normal in seiner Familie, ist verwirrt. Bisschen später hatte eine fremde, nicht christliche Frau verliebt und doch hat entschieden, alles zu verlassen und der neuen Frau anzuschließen. Hatte sie geheiratet nach Konvertierung zu einer neuen Religion, hatte Christus verleugnet und hatte doch im neuen Leben zwei Kinder gehabt. Und der Heilige Geist, der uns liebt und für uns auch Fürsprache ablegt, der uns bewegt zur Reue in der richtigen Zeit, hat er diesen Mann im Herzen gesprochen und stark bewegt. Der Mann hatte entschieden, alles zu verlassen, ging ins Ambepschoi-Kloster, um dort ein bisschen Zeit zu verbringen. Und in dieser Zeit war eine kurze Zeit, hat er bei einem Abuna gebeichtet. Die Beichte ist so wichtig für die Seele. Und hatte alle seine Sünden schon bekannt bei Abuna gemacht und hatte Abuna ihm die Absolution gegeben und hat ihm sogar sofort erlaubt, Kommunion zu geben, weil er sah, dass seine Reue vollkommen, echte Reue, und hat er das von ganzem Herzen getan. Dieser Mann ist, weiß nicht warum, so schnell krank geworden und in einer Woche gestorben. Gott hat ihn genommen nach echter Reue, nachdem er zurückgekehrt ist. Und ich war damals ganz neu im Kloster. Ich habe ihn nicht gesehen, aber kennt ihr vielleicht Pater Jakob, Abun Jakob, der so lange Bart gehabt hatte? Auf viele Bücher gibt sein Bild. Dieser Abun Jakob war so alt und so fromm und so schön und hat auch sogar zu viel Spaß mit uns gemacht. Als ich neu kam ins Kloster, hat er Spaß mit einem anderen Abuna gemacht und sagt: Abuna, Abuna, halt seine Hand. Ich habe nicht verstanden, was heißt das, aber ich habe danach verstanden. Dieser andere Abuna hatte diesen Konvertierten, der Reue getan hatte, seine Hand genommen, hat ihm beim Besuch so gesagt: ja, es geht dir gut, kein Problem und so weiter. Und als Abuna die Hand von diesem Patienten, von diesem Konvertierten nahm, ist dieser sofort auf die Stelle gestorben. Und deswegen hat Abuna Jakob das ihm gesagt: halte seine Hand, also er sollte von der Welt sterben, das heißt Mönch werden. Gott ist lieb. Eine zweite Geschichte: ein Abuna hat so lang gelebt, ein wunderbarer Abuna, aber leider war so beschäftigt von Gott, wegen Gott. Hat er die alle Arbeit vom Kloster, in seiner Arbeit so perfekt gemacht,
war so treu zum Kloster, aber mittlerweile ist das Leben in diesen Rhythmus gegangen und hat Abuna zu wenig an Gottesdienst teilgenommen, zu wenig Tesbeha, zu wenig. Und eines Tages war ich unterwegs im Kloster, hat mir gestoppt und sagt, kannst du vielleicht, Abuna, dieser Blutbefund für mich lesen? Habe ich gelesen und sagt, Abuna, es tut mir leid. Das spricht von einer Niereninsuffizienz. Und das war auch so stark. Und Abuna ist auf einmal so traurig geworden und sagt, der ist mein Bruder. Ab nächsten Tag ja, ist Abuna überraschenderweise bei Tesbeha. Ich habe ihn fast noch nie gesehen bei Tesbeha. Und danach Gottesdienst, jeden Tag, regelmäßig, hat eine Stunde Hymnen mit uns zelebriert und die zweite Stunde stand vor dem Sarg, wo Amba Bishoy, heilige Amba Bishoy ist, hat die ganze Stunde geweint, hat Treue für sich selber und für seinen Bruder getan, hat zu viele Tränen gegossen. Einen Monat lang hat Abuna das getan. Jeden Tag Gottesdienst und Tesbeha, unglaublich. Das war wunderschön. Hat uns auch erfreut, diese Stärke im Glauben, was er gehabt hatte am Anfang und jetzt nun kehrt dazu zurück. Nach einem Monat hat Abuna während Zurückkehrens von Kairo nach Kloster hatte eigentlich Müdigkeit gehabt. Hat gesagt, ich werde in einem Parkplatz am Rand des Autobahns doch stehen, um ein bisschen zu erholen und dann kann ich weiterfahren. Abuna hat sich an seinem Auto angelehnt und ein Mann kam von hinten mit seinem LKW, natürlich ohne Licht, in der Dunkelheit, weil in Ägypten wird man das Licht ersparen mit dem Auto. Und dieser Mann hat leider den Abuna gestoßen und Abuna hat sofort die beiden Beine gebrochen und hat geblutet, wurde sofort zu einem Krankenhaus in Kairo gebracht. 5 Stunden lang. Am Ende hat dem anderen Abuna gesagt, Abuna, kannst du bitte für mich die Absolution beten? Und der andere hat gesagt, Abuna, es geht dir gut, hab keine Angst, Abuna. Und sagt, nein, Abuna, das ist ehrlich. Ich muss die Absolution bekommen. Ich fühle mich nicht so gut. Bitte tu es, Abuna. Hat für ihn getan und eine Stunde später ist Abuna heimgegangen. Also, Gott hat ihn in einem so wunderbaren Zeitpunkt genommen. Gott ist lieb. Ich weiß, das ist ein bisschen hart für euch zu hören. Die dritte Geschichte ist soeben, ja, ich werde es nicht erzählen. Aber so ist das. Gott ist so lieb und wird uns niemals in einem Stich so lassen, oder weil viele Menschen von uns denken, Gott wird uns nehmen, wenn wir gerade eine Sünde tun. Stimmt nicht. Gott wird das nicht tun, solange wir aber zu ihm treu sind. Solange wir mit ihm leben wollen. Sag nicht, ich werde in der Sünde leben, ich werde alles tun, was ich will, und dann Gott wird mich aufnehmen. Nein, das wird nicht geschehen. Sei treu in deiner Schwäche. Gott wird dir stärken, wird uns in einem bestimmten Punkt und Zeit, wo wir bereit sind, zu sich nehmen, damit wir das ewige Leben nicht verlieren. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen. Lass uns Gott Lob preisen.